Hallo Leute und willkommen bei einer neuen Ausgabe von Cecos Backstube. Heute zeige ich euch, wie ihr diese schöne Ananas relativ schön schneiden könnt, sodass ihr sie auch schön servieren könnt. Ihr braucht dazu eine Ananas, ein Brett und ein scharfes Messer. Ich gehe dann einfach in die Ananas, halbiere diese erstmal. Ihr könnt hier ruhig komplett durchschneiden. Also das obere mit dran lassen. Nun sollte ich durch sein. Man sieht, sehr schön geschnitten. Das Messer muss aber hier ziemlich scharf sein. Nun vierteln wir sie nochmal. Einfach nochmal hinein mit dem Messer. Durch die Ananas selbst geht das immer ziemlich einfach. Nur hier oben ist es etwas schwieriger. Und nun haben wir schon mal zwei Viertel. Nun nehmen wir eine Viertel Ananas, nehmen hier mal dieses Viertel, schneiden mit dem Messer hier unten an der Schale entlang. Hier oben dann nochmal so rein. Wir haben hier nun diesen Ananasbatzen. Die Randstücke könnt ihr noch schnell wegschneiden. So. Und nun schneidet ihr hier so kleine Dreiecke. Circa 1 cm dick. Das Ganze verschiebt ihr dann noch etwas. Und so könnt ihr sie auch schon servieren. Den Rest der Ananas könnt ihr ganz einfach mit Frischhaltefolie einpacken und im Kühlschrank aufbewahren. Einfach die Folie nehmen, hier einmal rumgeben, abreißen und ab damit in den Kühlschrank. Die Ananas ist übrigens genauso schnell gegessen wie geschnitten. Ich hoffe, nun euch hat es gefallen. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne ein Abo dalassen oder auch einen Daumen nach oben geben. Und auch natürlich gerne bei meinen anderen Videos vorbeischauen. Ich werde hier am Ende mal zwei verlinken. Und nun bis zum nächsten Mal.